Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video geht es darum, dass wir nochmal den Doppler-Effekt anschauen und ein paar Formeln für die beobachtete Periodendauer und die beobachtete Frequenz ableiten wollen. Wie immer beim Doppler-Effekt geht es um einen Sender, einen Wellenerzeuger, der sich bewegt, und die Geschwindigkeit, mit der er sich bewegt, die wollen wir V nennen, also Geschwindigkeit. Geschwindigkeit des Senders, das soll unser V sein. Nun haben wir auch eine andere Geschwindigkeit, nämlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Das hängt ja vom Typ der Welle ab oder vom Medium. Das wollen wir C nennen. Also die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle, das soll C sein, und das soll ausdrücken, dass das ja hier in der ganzen Betrachtung immer eine feste Größe ist. Und die Welle, die der Sender aussendet, die hat natürlich auch eine Periodendauer. Die Periodendauer nennen wir TS, denn das ist die Periodendauer aus der Sicht des Senders, und eine entsprechende Frequenz. Und auch das mit einem S versehen, weil das ist die Frequenz aus der Sicht des Senders. Und das, was wir uns fragen hier, wofür wir Formeln haben wollen, ist natürlich die Periodendauer aus der Sicht des Beobachters oder die Frequenz aus der Sicht des Beobachters. Das ist das, was wir hier erhalten wollen. Also hier haben wir unseren Sender, der sich bewegt, und der ist wieder gerade bereit, einen neuen Wellenberg auszuschicken. Der hat also vor einer Periodendauer gerade einen Wellenberg ausgeschickt, und der Wellenberg, der hat sich jetzt hier kreisförmig um ihn herum ausgebreitet. Also so etwa sieht das aus. Als erstes wollen wir uns mal diese Entfernung hier anschauen. Ursprünglicher Standort des Senders und die Entfernung, in der sich der Wellenberg ausgebreitet hat. Nun, ihr kennt ja alle die alte Regel: Weg ist Geschwindigkeit mal Zeit. Das ist das, was wir hier benutzen wollen. Denn wir kennen den Weg nicht, aber wir kennen Geschwindigkeit und die Zeit. Geschwindigkeit in dem Fall, das ist die Welle, der Wellenberg, der sich hier ausgebreitet hat, vom Sender weg. Die Geschwindigkeit des Wellenberges war hier c, also wenn ich jetzt diese Strecke hier bestimmen möchte, dann ist es gleich c für die Geschwindigkeit. Und welche Zeit nehme ich hier? Nun, wir haben gesagt, wir machen diese Betrachtung nach der ersten Periodendauer. Das heißt, das ist gerade mein ts. Jetzt gibt es noch eine zweite Strecke, die uns interessiert. Das ist der Weg, den der Sender in dieser Zeit zurückgelegt hat. Das wäre sozusagen dieses Stückchen hier. Also wenn wir sagen, das war der ursprüngliche Standort des Senders, wo er diese Welle hier, wo er diesen Wellenberg ausgesendet hat. Während der Wellenberg sich ausbreitet, läuft der Sender ja selber ein Stückchen weiter. Das ist das Stück hier. Wie groß ist denn diese Strecke? Wieder nach demselben Prinzip hier schauen wir uns die Geschwindigkeit des Senders an. Das ist ja V. Und welche Zeit läuft der Sender weiter? Nun, das ist ja dasselbe. Wir wollen ja das auch nach einer Periodendauer anschauen. Also hier haben wir die Strecke V mal TS. Ja, was fehlt mir jetzt noch? Mir fehlt jetzt noch dieses Stück hier. Den Beobachter des Ganzen, den stellen wir hier auf. Den stellen wir hier auf, und zwar genau in der Bewegungsrichtung des Senders. Und wir wollen wissen, was sieht der Beobachter? Wie lange dauert es für den Beobachter, wenn er gerade einen Wellenberg empfangen hat, wie lange dauert es dann, bis der nächste Wellenberg kommt? Und das hängt natürlich von der Entfernung des Beobachters vom momentanen Standort des Senders ab. Und deshalb brauchen wir diese Strecke hier. Wie groß ist denn diese Strecke? Nun, das wissen wir jetzt direkt, können wir das nicht sehen. Aber wir können das natürlich sehen, weil wir diese Strecke hier kennen und dieses Stück hier kennen, dann
ist das hier offensichtlich eine Differenz. Und zwar ist das die Differenz aus C mal TS, also diesem unteren langen Stück, minus V mal TS, diesem etwas kürzeren Stück. Diese Differenz, das ist der Entfernung des Beobachters vom momentanen Standort der Quelle. Wenn der Beobachter also gerade einen Wellenberg abbekommt, dann hat er diesen Abstand hier vom Sender und den nächsten Wellenberg wird er dann abbekommen, wenn die Welle gerade diesen Abstand überwunden hat. Was haben wir hier stillschweigend vorausgesetzt bei diesem ganzen Bild? Wir haben vorausgesetzt, dass sich der Sender mit einer kleineren Geschwindigkeit als die Welle bewegt, dass er also diese Welle nicht überholt. Schreiben wir das mal auf, das war die Voraussetzung eigentlich für unsere Betrachtung, dass wir sagen, V ist kleiner als die Geschwindigkeit, als die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Der Sender bewegt sich langsamer als die Welle. So, mal sehen, ob ich jetzt schon meine Formel für die Perioden, für die beobachtete Periodendauer aufschreiben kann, TB. Das ist gleich. Also ich verwende hier eigentlich dann, ich forme das nochmal um, mein kleines Ding hier. Ich sage, die Zeit ist, die ich brauche für eine Strecke zu durchlaufen, ist gleich der Weg durch die Geschwindigkeit. Und das ist es, was ich hier benutzen möchte. Denn ich kenne ja den Weg. Den Weg ist das, was ich hier gerade ausgerechnet habe. Und ich kenne auch die Geschwindigkeit, denn das ist einfach die Ausbreitungsgeschwindigkeit meiner Welle. Also ich kann sagen, die beobachtete Periodendauer ist gerade c mal ts minus v mal ts geteilt durch c. Das ist die Geschwindigkeit meiner Welle. Und das kann ich jetzt noch vereinfachen. Ich kann das ts mal rausziehen. Da habe ich also ts mal c minus v durch c. Oder wie man es auch oft sieht, ts mal 1 minus v durch c. Und der Kehrwert davon, das ist meine beobachtete Frequenz. Das ist also das 1 durch dB. Und dann bilde ich mal den Kehrwert hier von dem letzten Term. Das ist also 1 durch TS mal 1 durch 1 minus V durch C. Und 1 durch TS, das ist noch nichts anderes als die Frequenz, die der Sender ausstrahlt. Also das ist gleich FS mal 1 durch 1 minus V durch C. Was wir also hier sehen, ist, wenn so ein Beobachter in der Richtung der Bewegungsrichtung des Senders steht, dann wird offensichtlich seine Periodendauer, die er beobachtet, die wird kleiner. Und zwar wird die gerade kleiner in dem Verhältnis, wie die Geschwindigkeit des Senders steht zur Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Fassen wir das kurz zusammen. Also wir haben dann TB, die beobachtete Periodendauer, das ist gleich die originale Periodendauer mal 1 minus V durch C, das Verhältnis der Sendergeschwindigkeit zur Geschwindigkeit der Welle und entsprechend auch meine beobachtete Frequenz, das war ja der Kehrwert davon, das ist dann die Originalfrequenz mal dem Faktor 1 durch 1 minus V durch C. Was sehe ich an diesen Formeln? Ich sehe, wenn ich die Charakteristiken meines Senders kenne und wenn ich Frequenzen und Periodendauern beobachten kann, dann kann ich die Geschwindigkeit des Objekts bestimmen, das die Welle ausgesandt hat. Und das ist eigentlich die Anwendung, die uns hier in der Technik interessiert. Und das wird verwendet zum Beispiel bei Radarpistolen. Das wird verwendet in der Medizin, wenn es um die Blutgeschwindigkeit geht. Wir kennen das natürlich alle hier im Alltag an der Veränderung der Tonhöhe von Fahrzeugen, die an uns vorbeibrausen. Hier haben wir uns speziell den Fall vorgeknöpft, dass der Beobachter in der Richtung, in der Bewegungsrichtung des Senders steht. Wir werden uns auch nochmal eine ähnliche Betrachtung machen für den Fall, dass der Beobachter dem Objekt hinterher schaut. Ich hoffe, das hat euch geholfen, diese Formel ein bisschen besser zu verstehen und ich hoffe, ihr seid dann auch bald wieder dabei.